Wir sind auf dem EduCamp in Frankfurt 2014 und hier stehen Ralf Appelt und Steff Appelt und ihr macht heute eine Session. Worüber denn? Über Erste Hilfe. Ja, was soll man dazu sagen? Wir werden eine Erste-Hilfe-Session machen, das heißt so eine Mini-Kurzform von dem, was man irgendwann mal im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hat. Okay, was ist der Anlass? Hier geht es ja eigentlich um digitale Medien und so Geschichten, ne? Warum jetzt Erste-Hilfe? Ja, das ist halt immer wichtig, es kann einen überall treffen und vielleicht so ein bisschen der Zusammenhang ist, dass wir zusammen einen Erste-Hilfe-Podcast betreiben, wobei das ist ein bisschen euphemistisch so. Wir haben einen und der hat auch schon 3 Ausgaben und 2 Hörer oder so, aber das ist vielleicht so ein Zusammenhang. Was sind so die Inhalte vom Podcast? Alles, was Erste Hilfe betrifft. Also wir haben jetzt schon über Skiurlaub, also was ist dafür notwendig, was ist, wenn ich eine Kopfverletzung habe, was ist bei, was hatten wir denn noch, Ralf? Wenn ich jemanden finde, glaube ich, hatten wir auch schon, was ist bei Hitze. Also eigentlich alle Themen, die eine Erste Hilfe beschäftigen. Und wir finden, es ist einfach immer wieder erkennbar, dass das wiederholt werden sollte, dieses Thema, weil wir eigentlich alle dazu in der Lage sein müssen, Erste Hilfe leisten zu können. Ja, man vergisst es ja schnell wieder, ne? Genau. Wie macht ihr das technisch? Ist das aufwendig? Das ist relativ simpel. Wir nehmen ein Smartphone, da läuft eine App drauf, die heißt Auphonic. Und da sprechen wir direkt rein und haben in dieser App einmal vordefiniert, dass die Inhalte vorher so ein kleines Intro kriegen und hinterher so ein kleines Outro. Dann wird es automatisch auf den Server hochgeladen. Wir binden das im Blog ein und schon haben wir einen Podcast fertig. Also sehr simpel eigentlich. Vorher machen wir uns die Gedanken, was wollen wir eigentlich sagen, ne? Und wie wollen wir es aufziehen, wollen wir vielleicht einfach, der eine ist vielleicht gerade der Verletzte und der andere kommt dazu oder machen wir ein Interview draus oder sprechen wir beide darüber, wer ist jetzt gerade Experte, wer ist der fragt und also das klären wir schon, bevor wir diesen Podcast besprechen, sagen wir es mal so und ja, das war es eigentlich. Okay. Ist ja ziemlich einfach für jeden letztlich dann als Experte zu einem Thema so einen Podcast zu produzieren, oder? Ja. Definitiv, ja. Also man könnte das, glaube ich, auch noch einfacher haben, als wir das machen. Wir haben halt eine eigene Domain dafür und ein eigenes Blog, aber es gibt sicher auch Möglichkeiten, das noch automatisierter zu haben. Genau. Okay. Ja, und jetzt möchte ich euren Podcast abonnieren. Wo muss ich hingehen? Die Adresse ist erstehilfetipps.net. erstehilfetipps.net. Alles klar, dann viel Spaß bei eurer Session heute Nachmittag. Dankeschön. Danke.